also Kinder, und es sind leider nicht viel geworden, aber wir hoffen, dass das nächste Mal die Chance auf der Bahn vielleicht ein bisschen mehr sein. Aber trotzdem, die Kinder haben eine Gaudi und das ist die Hauptsache. Genau. Wir haben ein bisschen Arbeit dieses Wochenende, das ist auch fein. Wegen Mädel in Garten und wir wissen nicht, was da am Gäbe steht. Jetzt lasst uns die Sonne auf den Kopf scheinen. So, dann kommen wir. Ja, der Hauptmann hat schon ganz groß erwähnt. Sonny und Raiffeisen Radteam hat den Silbercup, den es schon vor vielen Jahren einmal gegeben hat, für Kinder und für Nachwuchssportler wieder ins Leben geworfen. Es ist ein Neustart, es ist natürlich immer schwierig, wenn man wieder was Neues, was lange nicht mehr gegeben hat, wieder aktiviert und wieder versucht zu starten. Wir sind natürlich froh, dass Eltern bereit sind, mit ihren Kindern da teilzunehmen. Es ist ja schön, wenn Kinder sich zum Sport zeigen und dementsprechend da mit Begeisterung teilnehmen, weil sie einen ehrlichen Sport damit machen wollen und auch eine Betätigung haben und was Gesundes tun und nicht nur hinter dem Computer oder hinter dem Fernseher hocken. Und somit haben wir mal heute den ersten Start gemacht. Ich darf euch wünschen, dass auch vielleicht das nächste Rennen, was wir im September dann in Schwarz direkt in der Stadt, also im Vorteilstadion haben werden, wo wir natürlich verkehrstechnisch weniger Probleme haben wie auf den öffentlichen Straßen. Genau. Das ist immer ein bisschen problematisch, ist das nicht, machen wir. Und wir werden in Kolsers noch eins machen, das sind die Flyers drinnen. Es ist auf der Homepage www.radteam-tirol.at alles sichtbar, was die Termine sind. Vielleicht kennst du noch den einen anderen Freundeskreis, Verwandten, andere Kinder noch mit Eltern motivieren, dass sie vielleicht bei der nächsten Veranstaltung teilnehmen. Es ist natürlich schön, wenn mehr Kinder teilnehmen und mehr dazu teilnehmen. Aber ich habe so einen tollen Start gemacht. Ich darf mich noch mal recht herzlich bei den Eltern bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben, die Kinder da herzubringen. Den Kindern gratulieren für ihre sportliche Leistung. Jeder hat sein Bestes weit gegeben, das haben wir gesehen. Und jeder hat sich bemüht. Und das soll auch so sein, und für das kriegt ihr auch dementsprechend jetzt einen Applaus und dann dementsprechend dann anschließend auch eure Pokale und Medaillen. Auf jeden Fall. Wir werden wahrscheinlich chronologisch mit den jüngsten Klassen anfangen, oder? Und zum Schluss dann die älteren. Ich weiß, also in der Ausschreibung haben wir 5, 7, 9 Uhr. Nächstes Jahr startet es mal, oder? Ja. Bravo! Bravo! Da haben wir die U7, das war die Rodler Emilian, oder der Rodler Emilian, in Erster. Bravo! Nein, was? Nein, ist in der 3. U7. Ja, die zwei letzten sind aber schon neu. Die sind schon neu, ja. Schon neu. Ja. Schon neu. Sieben Mauer starten. Dann steht die Junge. Also, ja. Du hast 5 zu 7. Also, erst die Ende, dann schon mit 7 sein. Ah, gut.
Super. Ue Marinet. Achso, du bist ja nächstes, du bist ja mit den drei Runden gewesen. Ja. Ja, kind gleich. Ah, der Kind gleich. Den haben Sie ganz unten reingepackt. Ja, Ich glaube, das kriegt er selber noch teilnehmen und noch ein Schwarz geschenkt.